Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Play die Legende der Wächter. Und ich habe keinen Plan, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Genau, wir haben unseren neuen Kampfkampf von unserem Vater bekommen, die wir bezahlen mussten im Übrigen. Total sinnlos und so. Aber ich glaube, ich muss ein bisschen weiter nach vorne, damit man mich auch besser hört, ne? Ja, wir haben geschlossen! Scheiße, neue Angriffsmanöver frei. Waffenkammer, die werde neu. Ich wir gucken noch mal kurz. Das haben wir uns jetzt geholt hier. Nur zur Auffrischung noch mal. Das hier haben wir freigeschaltet. Okay, Können-Bonus ist natürlich voll aufgeladen. Und ja, aber dafür fehlt halt Angriff ein bisschen was. Und hier haben wir wirklich drei Sachen komplett voll. Deswegen ist das like a boss, würde ich sagen. Und das behalten wir natürlich auf. Keine Frage, hast du es ausgewählt oder nicht? Ja. Die Reinen haben gar keine Chance. Ach, jetzt bin ich am Pennen gewesen. Ja, ich hab beim Klausen. So, wir haben jetzt die Insel Hule haben wir fertig. Ja, und die Wüste Konir gemacht. Wir sind im Weltkönigreich. Haben wir Waldbrände verhindert. Wir sind durch die eisigen Wüsten der Klauxianischen Brüderschaft geflogen. Und begeben uns jetzt nun zu die Schnäbel. Ja, genau. Die Reisen durch die Königreiche haben nach und nach den Wächter in dir zum Vorschein gebracht. Der Kampf in den Schnäbeln wird eine harte Probe, Shard. Stolz kämpfe ich an deiner Seite, mein Freund. Hahu, mein best friend ever. Keine Eule bleibt zurück. Flüchte aus den Schnäbeln in 5 Minuten. Mache ich. Kampf, hast du nur 2 Manöver? Probier einen Kettenangriff mit X, B und X. Ja, Mauern und so. Wenn du den Wurf B freischaltest, kannst du Gegner durch die... Während Shard und seine Gruppe von ihrer Reise zurückkehrten, kehrte Alomir zum Baum zurück. Seine Mission war offenbar erfolgreich, aber schrecklicher, als selbst ich erwartet hatte. Er trug eine mondgeblendete Jungeule, eine Taitonin, Sorens Schwester Eglantine. Alomir berichtete vom Verrat der Reinen. Seine Flügelmänner waren gefallen, doch Alomir entkam und konnte sogar diese kleine Jungeule aus den Klauen der Reinen befreien. Jetzt, nachdem nun der Verrat der Reinen bestätigt war, rief das Parlament, das Soren zuvor nicht geglaubt hatte, alle Wächter zum Kampf auf. Doch wussten wir genug über die Pläne der Reinen? Die Pflicht aber befahl mir, an der Seite der Wächter ein weiteres Unrecht zu sühnen. Als Shard zurückkehrte, sah er, dass alle Wächter sich bewaffnet hatten. Und in meiner Höhle stellte ihn eine Notiz von mir vor eine schwere Wahl. Lieber Shard, wir befinden uns im Krieg. Die anderen Wächter und ich sind ins Herz der Finsternis geeilt, um der Bedrohung durch die Reinen entgegenzutreten. Mein Magen schmerzt. Wer weiß, was wir finden werden. Ich fürchte das Schlimmste. Ohne jeden Zweifel brauchen wir dich und das Wissen, das du auf deinen Reisen erworben hast. Hilf uns, wenn du bereit bist. Denn wir werden jede Kampfklaue brauchen. Man hatte Shard frustriert zurückgelassen. Als er Soren und seine Kameraden davonfliegen sah, um die Wächter zu finden, wurde ihm klar, dass er ihnen folgen musste. Und so kam es, dass sie auf die Schnäbel und das unheilvolle Land dieser scharfen Felsspitzen zuhielten. Die Reisen durch die Königreiche haben nach und nach den Wächter in dir zum Vorschein. Die
So, darf ich direkt am Anfang was sagen oder kommt noch irgendwie eine Zwischenlaberei? Wenn nicht, möchte ich gerne jetzt erklären, wie das ungefähr bei den Büchern aussah jetzt am Anfang, das Ding. Und zwar ist ja in den Büchern Sorens Bruder Klutz direkt der Chef gewesen dort. Was ist das da vorne? Weiß nicht. Eine Festung? Sehen wir es uns aus der Nähe an. Short! Fledermäuse! Die sind überall! Mir wird seltsam zumute. Ich bin in eine Flockenbarriere der Fledermäuse geraten. Endlich was zu tun. Fick dich. Ohne Witz. Die Flocken, Short. Die Fledermäuse und ihre Flocken. Ja, ich bin dran. Und zwar bei den... Das ist er. Fick dich. Weiter auf die Fledermäuse. Die Wirkung der Flocken lässt allmählich nach. Darf ich auch irgendwann mal was sagen? Das wäre zu nett. Danke. Und zwar war das so, und der Klutz war am Anfang schnell schon Short. Der Boss. Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte. Und konnte. Ich bin der Flockenbarriere entkommen, Short. Ja, es freut das mich. Darf ich jetzt mal reden, du Arsch? Sehen, was wir können. Gibt's doch nicht! Spürt sich echt auf den Arsch hier. Jetzt weiter habe ich den Faden verloren. Er hier macht Ärger. Ja, ich habe gerade voll den Faden verloren. Mein, gibt's jetzt mal Gas? Danke! So! Tot war der Chef und hatte auch Eglantine, also er hat seine Eltern wahrscheinlich getötet. Keiner weiß, wer seine Eltern wirklich getötet hat. Aber Klutz hat seine Vermutung, Klutz hat seine eigenen Eltern umgebracht. Und hat Eglantine entführt, um ihn bei den Reinen direkt mitzunehmen. Aber Eglantine wusste nicht, dass das Klutz ist, der ihn entführt hat. Ja, gut, das ist diese Geschichte. Irgendwann hat man sie halt dann willenlos auf dem Boden gefunden. Das lag daran, dass die. Dass die Reihen ihr Versteck aufgeben mussten und dazu plötzlich von den St. Goliath-Leuten angegriffen worden sind. Das ist auch wieder eine andere Geschichte. Im Buch war das so, dass ja im Endeffekt genau hier das gleiche. Aber hier hat er nur eine Eule mitgebracht und dort hat er zwei Eulen mitgeholt. Eine, wie gesagt, von der Schwester von Soren, Eglantine halt. Und Aua. Und weg damit. Oh, Slow Motion Mode is activated. Bam. Bam. Und jetzt Attacke auf ihn. Ich mach das. Du hast recht. Ich hab mir noch ein bisschen Energie auf. Schön. Tut mir leid, Parzival. Ich habe dich in die Falle geschickt. Ich hab mir etwas vorgemacht. Ich bin kein Anführer. Blödsinn. Du hast mich da lebendig rausgeholt. Das tun nur gute Anführer. Komm, suchen wir die Wächter. Sie waren richtig gute Freunde. Ja, wie gesagt, Eglantine wurde auch da gerettet. Eglantine wurde eigentlich aus allen, also das haben sie alle drei gleich. Nur wie gesagt, dass sie Eglantine auf dem Boden gefunden haben mit ganz vielen anderen Eulen. Und dort haben sie zwei Eulen halt zurückgebracht, hat Elomir zwei Eulen zurückgebracht und ja. Kampfset, kaufe mächtige Kampfsets, um Stärke, Gesundheit oder Können zu steigern. Schalte den Schutzangriff Y frei und schmettere deine Gegner aus dem Himmel. In die Hölle. Die Falle schnappte zu. Die Reinen hatten aus ihren Flocken eine Waffe gebaut. Da das Gerät unsere Mägen verwirrte, konnten wir nicht mehr fliegen und stürzten zu Boden.
sah ich eine Gestalt vom Himmel schweben,